Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Season 5 ist noch keine 3 Wochen alt. Ich habe mir dies zum Grund genommen, mal ein kleines Fazit hier auf meinem Kanal rauszuhauen. Was sind meine Tops und Flops von Season 5? Respawn hat übrigens Season 5 zur bis jetzt besten Season gekürt. Sie ist am besten gestartet mit noch mehr Spielern und so weiter. Ich möchte euch natürlich auch dazu anregen, mal eure Meinung zu Season 5 in den Kommentar zu schreiben. Was sind eure Tops und Flops? Ich hoffe natürlich, dass ihr bis zum Schluss dran bleibt. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends ansonsten nichts verpassen wollt. Viel Spaß jetzt bei meinem Fazit. Ich fange mal mit der augenscheinlichsten Veränderung in Season 5 an. Und zwar wurde uns das geliebte Skulltown entrissen. Ich vergleiche das ganz ehrlich so ein bisschen extrem mit einem Serientod eines Lieblingscharakters aus einer Serie. Ich finde, Skulltown war wirklich das Herzstück mitunter vom Kings Canyon. Wenn du richtig Bock auf Action hattest, bist du da gelandet. Gleich am Anfang wusstest, da geht sofort die Post ab. Wenn halt keinen Bock hattest, bist du ein bisschen außerhalb gelandet. Deswegen finde ich die Map-Änderung tatsächlich nicht ganz so geil. Und ich finde auch, dass der Kings Canyon sich jetzt wie eine fast völlig andere Map spielt. Das hat seine Vorteile, ich finde aber auch eher Nachteile. Ich fand den Ursprungs-Kings Canyon von Season 0 und 1 von allen Änderungen bis jetzt am besten. Bin ich auf eure Map, auf eure Meinung gespannt. Und vor allen Dingen ist Kings Canyon mit seinen Map-Changes in Season 5 noch gar nicht am Ende. Denn das Tunnelsystem wurde noch gar nicht eröffnet. Ihr kennt das sicherlich, quer über die Map verstreut sind 9 Luken. Ich glaube 9 große und 9 kleine, jeweils immer nebeneinander. Die sind noch nicht geöffnet. Das Tunnelsystem kann man über einen Glitch übrigens schon so ein bisschen betrachten mit der Kryptodrohne, wie das genau funktioniert. Habe ich leider noch kein Video drüber gemacht, ist aber sehr interessant. Und wir hatten jetzt natürlich 14 Tage nonstop den Kings Canyon, der mir gezeigt hat, wie sehr man den World's Edge eigentlich vermissen kann. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und ich dachte auch vor Season 5, dass ich die Map-Rotation eigentlich ganz okay finde. Mittlerweile würde ich mir wünschen, dass die Map-Rotation rausfliegt. Denn ursprünglich dachte ich, 80% der Leute würden eher für Kings Canyon tendieren, wenn sie sich die Map aussuchen könnten. Mittlerweile finde ich aber den World's Edge mindestens genauso geil und deswegen denke ich auch, dass auf beiden Maps genauso viel ausgeglichen gespielt werden würde. Das zumindest zu meiner Meinung, was beide Maps betrifft. Als nächstes kommen wir zu Loba, neue Legende in Season 5, absolut starke Legende, aber nach gut über 14 Tagen Season 5 stellt sich heraus, sie wird nicht mehr ganz so häufig gespielt und ich finde, es ist auch einer der Legenden, die neu ins Spiel kommt, die weder einen Buff noch einen Nerf braucht, um relativ gebalanced zu sein. So wie es bei Revenant der Fall war, kurz nach Start von Season 4, obwohl kurz nach Start war es gar nicht, hat er einen fetten Buff bekommen, damit er überhaupt irgendwo so ein Stück weit konkurrenzfähig ist. Deswegen finde ich Loba relativ ausgeglichen und finde es auch gut, dass sie nicht ganz so häufig gespielt wird. Eine neue Waffe kam nicht ins Spiel, das stößt viel negativ auf, was ich sehr verstehen kann, weil das ist das, was irgendwie das Spiel immer interessant macht. Eine neue Waffe verändert manchmal auch sehr, sehr stark das Spiel, wie natürlich eine neue Legende. Hier versteckt sich Respawn ein bisschen hinter der Corona-Krise. Ob das jetzt tatsächlich der einzige Grund ist, weiß ich nicht. Nur wurde vor vielen, vielen Monaten versprochen von Respawn in jeder Season eine neue Legende, Map-Changes, Buffs, Nerfs und so weiter und vor allen Dingen eine neue Waffe. Das wurde jetzt erstmalig nicht gehalten, auch wenn ich vielleicht glaube oder denke, dass in Split 2 quasi in der Hälfte von Season 5 eine neue Waffe kommen könnte und ich denke übrigens auch oder hoffe, dass das Bunkersystem auf dem Kings Canyon in Split 2 geöffnet wird. Das ist aber nur eine Theorie von mir. Dann möchte ich über die Quests reden. Eine neue Änderung als PvE-Abwechslung. Sehr geil. Stark ausbaufähig. Keine Frage. Die Quests sind aktuell jetzt 2, wenn ihr das Video vielleicht aktuell seht. Sehr kurz und noch relativ einfach, wenn man es alleine spielt. Ich denke, es macht aber Bock auf mehr und vor allen Dingen wird es für die zukünftigen Seasons bestimmt ausbaufähig werden. Ich könnte mir hier vorstellen, dass irgendwann mal eine Questreihe kommt, die sich vielleicht über die halbe Map streckt, wo man richtig viel machen muss, wo man vielleicht mal 10, 20 Minuten unterwegs ist oder länger. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich bin gespannt, aber Stand jetzt aktuell eine Woche auf so ein bisschen Questfetzen zu warten, ist bis jetzt zu wenig. Aber ich denke, das steckt noch in den Kinderschuhen, wird definitiv ausgebaut. Dann finde ich die allgemeine Waffenmeta, wie sie sich in Season 5 verändert hat, sehr, sehr gut. Es sticht jetzt keine Waffe wirklich nach diversen Veränderungen so heraus, dass man sagen könnte, das ist die beste Waffe in Season 5. Deswegen gab es bis jetzt von mir keinen beste Waffen Season 5 Video, lohnt sich aktuell tatsächlich überhaupt nicht. Das einzige oder die einzige Waffe, die immer noch zu krass heraussticht, weiß ich, dass nicht jeder meiner Meinung ist, aber sehr, sehr viele, dass die Havoc noch zu stark ist. Da wurde einfach nur der Rückstoß verändert und ich finde sie nach wie vor noch relativ simpel zu handeln. Und was mich wundert, ist, dass die Elster nicht angegangen wurde. Die ist immer noch genauso heftig wie vorher. Hier bin ich gespannt, ob hier irgendwann mal was passiert. Dann war nicht jeder Freund der Änderung, dass die Mastiff und die Peacekeeper die Plätze getauscht haben. Ich ganz ehrlich finde die Änderung ganz geil. Ich finde den Sound der Mastiff sehr, sehr gut. Ich finde allgemein die Stärke der Mastiff sehr, sehr gut. Und wer das übrigens nicht wusste, vor 2 Tagen, Stand heute, wurde die Droprate der Mastiff verringert. Man kann sie nicht mehr ganz so häufig finden. Habe ich jetzt nicht extra ein Video für gemacht, für diese kleine kurze Information. Was ebenfalls extrem negativ auffällt, ist der Pathfinder Nerf von 15 auf 35 Sekunden Cooldown-Zeit für seinen Grappling Hook. Das gab einen, kann man Shitstorm sagen, es gab auf jeden Fall einen mega Hate über diese Änderung im Netz, was ich verstehen kann, ich als Pathfinder Main. Ich muss sagen, wenn wir damit leben müssen, dass das nicht irgendwie angepasst wird, sollte man den Pathfinder einfach ein bisschen kontrollierter spielen. Ich habe den Grappling Hook auch ganz oft benutzt, einfach um mich schneller nach vorne zu bewegen. Ansonsten sollte man den Pathfinder vielleicht so benutzen, dass man den Grappling Hook so weise einsetzt, wenn man aus einer brenzligen Situation sich verpissen will oder einfach einen Gegner pushen will. Da muss man halt ein bisschen haushalten. Das ist jetzt das Einzige, was ich zu dem Pathfinder sagen kann. Aber ich hoffe, es wird ein bisschen zurückgerudert, vielleicht 10 Sekunden nochmal zurück statt 35, 25 Sekunden. Das wäre auch völlig in Ordnung. Und deswegen fand ich es auch total sinnlos, auch wenn ich ein Video darüber gemacht habe. Die Pathfinder Edition habe ich euch vorgestellt. Ich fand es taktisch die sinnloseste Respawn-Aktion ever, auch wenn da wahrscheinlich EA dahinter steht. Eine Pathfinder Edition über die Legende zu bringen, die den heftigsten Nerf in Season 5 abbekommen hat. Ich fand es ganz ehrlich, absolut bescheuert. Egal, das ist nur meine persönliche Meinung, das möchte ich betonen. Als nächstes kommen wir zum Mirage Makeover. Ohne Scheiß, der Mirage war vor Season 5 einer der absolut schlechtesten Legenden. Jetzt meiner Meinung nach mitunter sogar die stärkste Legende überhaupt im Spiel. Zu Recht hat die Legende diesen Buff bekommen und soweit ich weiß, gehen auch die Gerüchte jetzt schon um, dass es bestimmte Legenden geben soll, die auch ein kleines Makeover, wie zum Beispiel Lifeline angeblich, auch wenn ich denke, dass die das überhaupt gar nicht nötig hat. Aber es könnte sein, dass in den zukünftigen Seasons die eine oder andere Legende nochmal ein Makeover bekommt. Aber Mirage, absolut top, wie ich finde. Dann kam das Reconnection-Feature endlich ins Spiel, was ich sehr, sehr gut finde, was tatsächlich zurzeit, so wie die Server Stand heute sind, extrem wichtig ist. Es gibt viele, viele, die aus dem Spiel fliegen. Ganz häufig starte ich, wenn ich mit Randoms spiele, zu zweit oder manchmal sogar alleine. Oder die Spieler fliegen halt mittendrin aus dem Spiel. Deswegen geiles Feature, aber hier muss ich einfach auch mal betonen, Respawn muss was an den Servern machen. Langsam nervt es. Viele Stammzuschauer von mir, die jetzt in den letzten Tagen vormittags in meine Streams reingeschaut haben, haben gemerkt, es ist die extreme Frame Drops. Man hat das Gefühl, die Gegner teleportieren sich Schritt für Schritt so ein bisschen vorwärts. Anders weiß ich jetzt das nicht zu erklären. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr anstrengend. Ich möchte auch nochmal das Skill-Based Matchmaking, mein Lieblingswort von Apex Legends, möchte ich nochmal in den Mund nehmen. Das Matchmaking-System ist nach wie vor der größte Bullshit, muss ich leider so sagen. Viele wissen, ich bin jetzt nicht der absolute Hardcore-Gamer. Ich habe ein gewisses Niveau als Casual-Gamer und auf dem möchte ich auch dieselben Gegner auf meinem Niveau haben. Das funktioniert alles andere als gut, was mir immer noch mega auf den Sack geht. So, das zu meinem Hate gegen das Matchmaking nach wie vor. Jetzt möchte ich kurz über ein Comeback eines Aufsatzes reden und zwar der Schädelspalter kam zurück. Keine Ahnung, warum er überhaupt entfernt wurde. Man hätte ihn auch ganz einfach etwas abschwächen können. Der Schädelspalter ist für die Wingman und die Longbow. Wenn du auf den Kopf zielst, gibt es extra Damage.
Und im Gegenzug, was ich auch nicht verstanden habe, der Amboss-Empfänger ist halt verschwunden, finde ich auch nicht in Ordnung, den hätte man auch abschwächen können. Wo war das Problem? Amboss-Empfänger für die Flatline und die 301, wer es jetzt nicht auf dem Schirm hat. Ich finde es übrigens auch geil, dass eine Waffen-Favoritenliste jetzt dazugekommen ist, wie bei den Legenden, dass du, wenn du eine Waffe zufällig aufhebst oder aufhebst, dass du einen zufälligen Skin drauf hast, wenn du es eingestellt hast. Sehr geil, auf jeden Fall absoluter Daumen nach oben für die Änderung, finde ich stark. Ich finde auch das neue Loot-System, hier bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr das neue Loot-System, wenn ihr eine Deathbox oder allgemein eine Supply-Box lootet? Ich finde das Makeover sehr, sehr geil und es macht mir das Looten, ich bin extrem lahmarschiger Looter, ich habe eine deutlich schnellere Übersicht und sehe schneller, was ich aus einer Deathbox brauche und was nicht. Und ich bin so doch deutlich schneller oder ein paar Sekunden wenigstens schneller. Top-Änderung, das goldene Körperschild, ganz kurz einfach mal anreißen. Die Änderung finde ich okay. Jetzt ist natürlich für Lifeline umso effektiver das goldene Körperschild. Ansonsten, ob die Änderung jetzt hätte sein müssen, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich hätte es drauf verzichten können. Dann gibt es neue Store-Bündel, habe ich auch schon berichtet, finde ich keine schlechte Änderung, hätte ich aber auch verzichten können. So oft steckt man dann doch nicht für so ein Bündel Geld oder haut so oft Geld raus, dass die Bündel unbedingt wichtig gewesen wären, was trotzdem aber keine schlechte Änderung ist. Und was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde, ist, dass die standortbasierten Herausforderungen jetzt endlich mal aus dem Spiel geflogen sind. Sprich, wenn da irgendwo mal steht, lande im Hydrodamm und loote, was weiß ich, 50 Kisten übertrieben gesehen. Sowas ist jetzt endlich rausgeflogen, weil es immer noch irgendwelche Deppen gab. Sorry für den Ausdruck, wenn du mit Randoms spielst, du startest, bist Jumpmaster, pingst einen Ort an, wo du hinfliegst und die Leute trennen sich von dir, weil sie unbedingt Bock auf eine Herausforderung haben, ist halt scheiße. Deswegen nach wie vor würde ich es geil finden, wenn endlich mal ein Solo-Modus kommt für die ganzen Leute, die eben ihre Herausforderung alleine meistern wollen und so ihr Random-Squad nicht alleine lassen. Ja, im Großen und Ganzen bin ich doch etwas schneller durch, als ich dachte. Das war mein Fazit. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Hoffe, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Bin auf eure Meinung gespannt. Dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Danke für den Support übrigens in den letzten vielen Wochen und Monaten. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.